Die Geschichte der Menschheit muss umgeschrieben werden. Ja, bisher waren die ältesten Knochenfunde vom Menschen, also dem Homo sapiens, 195.000 Jahre alt. Von diesem Alter unserer Spezies ging die Wissenschaft bisher aus. Doch nun wurden menschliche Fossilien in Marokko entdeckt, die viel älter sind, 300.000 Jahre. Was das für die Forschung und unsere Art bedeutet, jetzt in Klicks von Science and Fiction. Herzlich willkommen. Eigentlich stammt die Fundstelle aus den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts, doch was dort damals gefunden wurde, darauf konnten sich die Forscher keinen Reim machen. Die Funde wurden auf ein Alter von 40.000 Jahren geschätzt, aber waren so primitiv und sahen eher nach einer Art Neandertaler aus. Jean-Jacques Hublin wollte dem auf den Grund gehen, doch als er sich die Fundstelle in Marokko in den 90er Jahren ansah, die Jebel Irhoud-Höhle, war das ziemlich enttäuschend. Sie war komplett verschüttet. Es gab keine Möglichkeit für ihn dort zu graben. Mögliche Funde waren viel zu tief unter Geröll vergraben. Hublin gab auf, doch ganz verließ ihn nicht der Mut. 2004 wurde er in die Max-Planck-Gesellschaft aufgenommen und hatte so erstmals Zeit und Geld, um an diesem Ort wieder zu graben. Doch erstmal musste die Höhle freigelegt werden. 200 Kubikmeter Geröll musste sein Team mit einem Bulldozer wegräumen, bis der Zugang wieder frei war. Und dann gelangen den Forscherinnen und Forschern dort die weiteren sensationellen Funde. Es ist mal wieder beeindruckend, welche bahnbrechenden Erkenntnisse die Wissenschaft heute mit modernen Methoden erlangen kann. Gerade war es noch der Stammbaum der Dinosaurier, der bisher einfach falsch war, und jetzt ist es auch unsere eigene Spezies, die betroffen ist. Es gibt sie viel länger auf der Erde, wie bisher gedacht. Statt rund 200.000 Jahren existiert der Mensch rund 100.000 Jahre länger, nämlich rund 300.000 Jahre mindestens. Klutz 187 hat sich dieses Thema gewünscht, das am Mittwoch für Furore sorgte. Die Funde konnten so exakt datiert werden, weil die Forscher und Forscherinnen auf eine Gruppe von 5 Menschen gestoßen waren, die offenbar ihre Werkzeuge erhitzt hatten. Das erlaubte dem Team vom Leipziger Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie eine weitaus genauere Datierung der Funde mittels des Thermolumineszenzverfahrens, bei dem die Anzahl von Elektronen gemessen wird, die im Laufe der Jahrtausende durch radioaktive Strahlung freigesetzt werden und sich anhäufen. Und das Ergebnis von 14 Messungen seines zweiten Teams um Shannon McFerrin und Daniel Richter waren verblüffend. Die Funde sind 315.000 Jahre alt. Und damit setzt sich das Puzzle der Menschenfunde aus Afrika ganz neu zusammen. Es scheint nicht den einen Ort dort als Wiege der Menschheit zu geben, sondern vielmehr scheinen sich auf dem ganzen Kontinent die verschiedenen modernen Ausprägungen wie Gesicht, Gehirn und so weiter des Homo sapiens entwickelt zu haben und sich dann dort langsam über die verschiedenen Gruppen zum heutigen Homo sapiens verbunden zu haben. Eine lange und komplexe Entwicklung. Hublin glaubt deshalb, dass der Mensch noch viel älter ist. Er vermutet ein Alter von fast einer halben Millionen Jahre. Jetzt will er in der Jebel Irhoud-Höhle weitergraben und hofft auf weitere Erkenntnisse. Wenn es dazu Neues gibt, dann erfahrt das natürlich hier. Drückt mir hier ein Abo aufs Auge und vergesst nicht den auf die Glocke, dann verpasst ihr garantiert kein Video. Ansonsten bis dann. Bleibt dran.